Ja, hallo meine Freunde oder was auch immer, Zuschauer, Community. So, hier, also ich hatte jetzt vor, mein Eisen und mein Gold zu schmelzen. Gold geht, glaube ich, schneller. Und dann eine Mobfalle zum Bauen. Ja, richtig geraten. Eine Mobfalle. Die wird zwar etwas groß sein, deshalb. Hallo, ich bin auch wieder dabei. Ja, Tobi ist auch dabei. Mal wieder. Und ich werde die dort hinten hinbauen. Ich bin jetzt hier unten und versuche, mich hier mal an Land zu bringen. Oh mein Gott, ich komme da nicht hin. So, hier sind wir auch schon. So. Ja, Ach gleich habe Mann. ich's, gleich habe ich's durchgebrochen. So, sieht jetzt, oder mache ich so? Ja, ich mache so. Wird jetzt zwar etwas länger dauern, aber wir haben ja eigentlich genug Zeit. Ich fange jetzt einfach so an, baue offscreen weiter und ja. Ah, ich bin hier. Mal gucken, ob ich mit dem Inventar noch. Und ich habe. Oh, ich habe keine Spitzhacken mehr. Und ich habe offscreen noch für uns neue Schuhe gemacht, weil wir haben keine mehr. Und jetzt haben wir komplette Eisenrüstung. Yeah. Und so. Schon wieder weiter. Und du hast keine Fackel. Ach, ich habe keine Fackeln und keine Spitzhacken. So. Wie kann man sich eigentlich Spitzhacken herstellen? Geht es irgendwie selber irgendwie mit dem Holz abbauen und deinen Stein noch? Ja, du gehst einfach an eine Werkbank und dann machst du es dir halt. Ich habe keine Werkbank. Ich habe eine. Wo bist du denn da? Ich weiß es nicht. Okay. Lauf doch endlich. Mach es mal, ich glaube so. So. Er hüpft die ganze Zeit nur. Ja, du musst auch. Warte, erstens, du hast hier wieder zu doll gedrückt. Oh Mann. Und ja. Ich wollte gleich. Oder soll ich den Baum fällen? Ich weiß es nicht. Ich bin hier. In einer Schneegegend. Oh, guck, dreh dich nochmal um. Dreh dich um. Dreh dich um. Da. Lauf mal. Warte, dreh dich noch einmal. Einmal drehen. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Okay, dann warte ein bisschen, dreh noch. Drehen. Und du gehst da hinten zu dem Hügel, okay? Geradeaus einfach. Wie kommst du denn hier? Ja, in die Richtung. Ich kann dich navigieren einigermaßen. Ich weiß jetzt zwar nicht so genau, wo du rausgekommen bist, weil da war ich noch nie. Aber ja. Warum spielst du eigentlich einen Überlebensmodus? Warum nicht? Und damit ich auch eine Herausforderung habe. So. Autsch. Ah, da ist dein Haus. Guck. Muss ich ein bisschen Holz abbauen? Ich auch. Weil damit ich mich wieder so hochgraben bauen kann sozusagen. So, jetzt kommt schon ein bisschen schneller. Das reicht eigentlich. Das Inventar. So. Ich habe nur Erde und Boden. Ja. So, wo sind die ganzen Blöcke jetzt hin? 28 weg. So. Da mal abfahren. So hoch. Och Mann. Dann baue ich mich eben normal hoch. Noch eine Erde. So. Halt. Und jetzt habe ich halt ja, Holz. Und jetzt brauche ich noch einen Block oder so Stein. Wo kriege ich Stein her? Und wo ist denn das? Hm, interessant. Nee, wo bist du? Irgendwo. Kohlenfluss. Ich muss hier mal raus. Ich gucke gerade mal 2 Sekunden nicht komplett, bist du in einer anderen Welt. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Du musst einen Block weggraben, oder? Ah, das war gerade doof. Erstmal. So. So, hier.
Pflasterstein. Das Gute ist also deshalb, dass ich das auch aus Pflasterstein baue. Weil ich habe eigentlich unendlich Pflasterstein. Wegen oh, der, du kannst ihn wieder fast ernten. Nein, noch nicht. Noch nicht ganz, aber fast. Das ist das Erste. Jetzt habe ich erst keinen Stein. Ich muss ja Stein finden. Dann bau bitte da kein Loch, okay? Okay. Kannst du das mit Erde zumachen, bitte? Okay, ja, stimmt, Erde habe ich mehr. Okay. Und so. Wieder Holz, alles heraufsammeln. Warte, habe ich einen Eimer mit Wasser dabei? Nein, war klar. Ja, ist eigentlich immer klar. Wenn man was braucht, dann ist es nie da. So, jetzt habe ich wieder keinen Stein. Ich brauche doch Stein. Ich habe gerade über 100 schon weggebaut. Ja, haben wir auch vorhin gesehen in deinem Inventar. Du hattest 4 Stacks oder 5. Was macht denn der Block hier? Lass den ruhig da, oder? Den noch ein bisschen. Geh doch den anderen Weg runter. Ja, stimmt. Dann kannst du es ja mal zeigen. Nicht runterfallen. Und nicht bewegen, wenn du da runter springst, okay? Ja, einfach stehen bleiben. Weil sonst... Du hast da unten kein Lava, du hast hier nur Stadt. Wasser. So, und hier, wie ihr seht, ist noch ein Loch. Kannst du eben in mein Bett gehen? Was? In mein Bett zu Hause, kannst du eben in das Bett gehen? Und hier gehe ich jetzt nochmal raus, aber ich werde das Loch gleich noch zeigen, was das auf sich hat. Rein? Ja, in mein Bett. Da draufklicken einfach. B, Doppel B, aufs Bett. Bett. Und jetzt drück einmal B, rot, und jetzt das hier. Ja. So. Okay, jetzt einfach abwarten. Das geht automatisch. So. Aufgestanden. Oh, da ist schon reifbar. Siehst du mich? Nein. Dreh dich mal um. Warte, lauf ein bisschen und jetzt guck mal nach rechts. Rechts, nochmal da. Oder? Warte. Ich glaube, das Schaf ist egal drin. Jetzt. Wir haben ein Video an. Denk dran. Und jetzt zeige ich euch noch, was das mit dem Loch auf sich hat. Aber das Video ist nicht mehr lang, nur noch für 30 Sekunden. Ein tiefer Schacht und... Ja. Voll geil. Das muss schnell da unten ist. Hier ist so eine Art Mini-Bergwerk. Darf ich das abkommen? Ja. Nicht. Wo soll ich abkommen? Noch nichts erstmal. Oder? Okay, wir beenden jetzt einfach die Folge, weil es wird schon wieder knapp. Und ja, bis bald, Leute. Bis zur nächsten Folge. Ciao!